So, willkommen zurück bei Dungeons 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Doch noch ein dritter Part. Ah, ich bin einfach ein guter Mensch. Kann man nicht anders sagen. Nein, ich hoffe, ihr freut euch natürlich, dass wir hier noch einen weiteren Part von Dungeons heute euch um die Ohren gekloppt wird. So, wir müssen jetzt nachher mal schauen, was das hier mit diesen Zwergen wirklich auf sich hatte. Kann ich eigentlich meinen Dungeon hier upgraden? Hab keine Bösartigkeit, okay. Ja, und hier wird jetzt schön Mana geforscht. Und das Mana brauche ich auch dringend, um hier die Bevölkerungspunkte, das Bevölkerungslimit zu erhöhen. Dann arbeite mal fleißig. Vielleicht hätte ich noch einen zweiten holen sollen. Der wäre ja doppelt so schnell gegangen. Was ist denn hier? Guck mal, zum Beispiel so einen Dämon brauche ich doch gerade aktuell eh nicht. Hole ich mir lieber noch hier einen Schattenkriecher. Können zwei Leute immerhin Mana forschen. Und die arme Höllenschmiede steht aktuell auch leer. So, hier nochmal durchgraben, bitte. Hier müssen wir echt schauen, was da los ist. Die blöden Zwerge. Die Eierkammer hier ist irgendwie echt lustig. 8 von 14. Können ja mal das verbesserte Spinneneierstapeln erforschen. Und vielleicht auch. Ja, beim Bewundern geheilt werden ist noch nicht so wichtig aktuell. Ah, die Höllenschmiede. Habe ich schon den Verteidigungsposten? Könnten wir noch erforschen. Da halten die halt wieder Wache. Und die Folterkammer. Wie jeder weiß, stehen dem Mond darauf, Leute zu schlagen und bauen so Langeweile ab. Folterkammer wäre also auch nicht verkehrt. Sagen wir es mal so. Müssen wir uns nur überlegen, wo die Folterkammer noch hin kann. Hier oben wäre noch eine Menge Platz. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Graben wir hier mal so ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie groß die werden muss, die Folterkammer. Lassen wir uns überraschen, Leute. So, hier wird fleißig jetzt Mana produziert, hoffe ich mal. Ja, sind beide da am Produzieren. Sehr schön, so lobe ich mir das. Hier ist auch noch sehr viel Gold. Alles abbauen, bitteschön. Und dann kommen wir langsam aber sicher hier schon dem Wegpunkt näher, wo wir eigentlich auch hin wollten. Ja, wir sollten es halt nicht so übertreiben, denke ich mal. Alles easy, ruhig angehen lassen hier. Und sobald wir 200 Mana haben, können wir das Bevölkerungslimit pushen. Schatzkammer ist voll. Es ist Zahltag. Könnten wir noch mal ein bisschen vergrößern, die Schatzkammer bei Gelegenheit, ne? So, bringt das Gold her, Leute. Forschen müssen wir. Warte. Wenn wir gleich genügend Geld haben sollten. Hier, die Folterkammer. Gönnt euch mal was, Leute. Gönnt euch mal was. So, 110 Mana. Es nimmt auch Formen an. Formen, die uns gefallen. Sogar. Mana können wir nämlich immer gebrauchen. So, ich frage mich, ob was hier hinter ist. Es sieht auch so ein bisschen so, als ob hier irgendwas wäre. Hier geht es zur Oberfläche. Kommen wir hier raus, glaube ich. Lassen wir aber momentan mal lieber. Möchte nicht auf die Fresse bekommen von der Allianz. Nicht in der ersten Mission, das wäre nicht so cool. So, Folterkammer könnten wir mal errichten. Da muss noch erforscht werden. Forscht hier denn keiner? Wo sind denn die Knechte hier? Da ist einer. Und der andere gammelt hier rum. So, sehr schön, hier wird geforscht. So muss es sein. Jetzt forscht er nicht weiter? Doch, okay. Die soll mal schneller forschen, da kann ich angehen. Mana kommt auch nicht mehr rein. Unter 1022 Helden wurde euer Dungeon auf Platz 5 der beliebtesten Reiseziele für Powergamer gewählt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
Siehst du, mein Dungeon ist halt cool. So, jetzt produzieren wir hier Mana. Was ist denn los hier? Will das Bevölkerungslimit erhöhen und die Leute gammeln hier nur rum und arbeiten nicht vernünftig. Ist die Folterkammer ready? Das ist ja wohl nicht wahr. Steht der hier blöd rum? Der macht ja nichts. Du sollst hier arbeiten. Mach hinne, Junge. Krieger, wo Blitzherb ist hier? Ah, die Forschung ist fertig. Geht doch. Man muss sie halt nur zwingen. So, Folterkammer. Ich weiß nicht, wie groß die sein muss. Was können wir hier jetzt machen? Foltergerät. Eine Folterkammer ist ja ein ganz netter Raum. Ihre Wirkung aber kann sie erst entfalten, wenn noch Arbeitsgerät vorhanden ist. Ja, da habt ihr natürlich recht. Packen wir hier mal was hin. Oh, sehr schön. Guckt euch das an. Da hängt er, der arme Knecht. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Eklig. Eklig. Nichts gegen Spinnen, bitteschön. Jo, wir könnten ja mal eben... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. What? Hier kommen wirklich Gegner? Okay, dann müssen wir jetzt doch zuerst... Müssen wir doch zuerst gegen die kämpfen. Ich hoffe, ich habe genug Einheiten. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier so schnell angegriffen werden. Leute, danke. Okay. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass sie nicht kämpfen wollen, aber... Ah, doch, die Schattenkrieger machen guten Schaden. Sieht gut aus. Komm mal her. So, den droppen wir hier ab. Damit er vielleicht noch ein bisschen Erfahrungspunkte geiern kann. Kommt schon. Sehr schön, läuft bei euch. So, ich glaube, die wollten sich gerade Geld holen, weil Zahltag war. Alles klar, komm, wir bauen die Schatzkammer natürlich noch weiter aus. Zahltag ist zum Glück nicht so hoch bei uns. Müssen wir nicht so viel zahlen. Wir haben ja noch nicht so viele Kreaturen, ne? So, und hier ist ja einmal eine dicke Goldader. Also, die will ich ja schon gerne abbauen, ne? Das ist schon mal klar. Also, ich würde hier gerne natürlich noch ein weiteres Foltergerät bereitstellen für meine Dämonen. Ja, hier werden die wirklich geheilt auch noch. Das ist eigentlich ziemlich nice. Yippie, yippie, ey, du bist echt der Coolste, sagt er ihm bestimmt gerade. Ich bin ein größter Fan. Eigentlich war der Raum viel zu groß. Man muss sich eigentlich nur merken, wie groß diese Foltergeräte sind. Und so groß baut man die Kammer dann. Ich glaube, das ist komplett ausreichend, wenn man die so groß dann baut. Aber hey, will mich ja nicht beschweren. So, wie sieht's aus hier? Mana, hallo, wo seid ihr schon wieder? Der lässt sich hier bewundern. Du gehst jetzt ja wohl... Mach hinne, Junge! Nicht winken! Arbeiten! Das ist ja wohl... Was sind das für Dämonen? Kann ja wohl nicht angehen. So, Folterkammer... Weiteres Arbeitsgerät hingestellt. Also bitte, ihr könnt jetzt anfangen zu foltern. Hehe. Und wir schauen gerne dabei zu. So, gleich haben wir es geschafft hier. Genug Mana, um die Bevölkerungspunkte zu erhöhen. Brauchen wir nur noch ein bisschen Gold. Haben wir aber auch gleich. Sind ja eh gerade hier dick am Gold. Abgraben. Zahltag. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch gespannt, was es jetzt hier mit den Zwergen auf sich hat. Keine Ahnung. Kann ich nichts machen, auf jeden Fall, glaube ich. So, es ist Zahltag. Die holen sich alle wieder ihren Cash. 110. Ja, ist jetzt nicht so viel. Und wir haben gleich genügend Mana. Die forschen hier gerade beide. Ja, endlich wird hier mal gearbeitet. Nee, es kann doch nur einer, oder? Keine Ahnung. Yay, 200 Mana. Zack, direkt das Bevölkerungslimit erhöhen. So, dann können wir nämlich weitere Dämonen anlocken. Na, mal schauen, was es hier noch mit den Zwergen auf sich hat.
Irgendwas passiert hier doch noch. Ah ja, hier unten waren noch die Spinnen. Lass uns ja auch mal fertig machen eben. Ah, jetzt waren die alle gerade so fleißig und jetzt hole ich die da raus. Naja, egal. Die Spinnen müssen ja auch bekämpft werden. Ah, ich bin doch blöde. Die haben ja... Oh, einen neuen Bereich entdeckt. Tja, siehst du, da ist nämlich wirklich ein Zwerg. Ey! Das ultimative Böse hatte einen verschütteten Raum mit ein paar Helden entdeckt. Hoppla! Scheiße, wieso ist die Spinne denn so stark? Okay. Hier, ich glaube, die müssen dann hier bewundert werden, ne? Das war jetzt irgendwie nicht so geil. Scheiß Zwerg, da muss auch sterben. Hier. Ihr solltet forschen, habe ich ganz vergessen. Damit das Bevölkerungslimit hochgepusht wird. So, mit dem Helden dort müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir den irgendwie aus Versehen angreifen oder so eine Späße. Sind in euren Dungeon oh, eingedrungen. Scheiße. Warum denn jetzt? Warum denn ausgerechnet jetzt? Heilt die Leute hier hoch. Danke. Aber die anderen beiden... Oh, scheiß die wandern. Das wird richtig schwer. Also, wenn wir Pech haben, gibt's jetzt richtig auf die Fresse gleich. So, hier schnell bewundert werden. Und ihr, schnell forschen, bitte. Wo kommen die schon? Hier schon. Scheiße. Das wird richtig böse. Zahltag. Fuck, you fucking fuck. Greifen jetzt hier unser Hauptraum gleich an. Oh shit, ey. Verteidigt den Thronsaal. Yo, yo, bin dabei. Scheiße, das wird richtig böse. Aber der feurige Typ kommt hier gleich vielleicht. Diese kleinen Schattenviecher, ey, die halten ja gar nichts aus. Kam der feurige hier gerade schon? Nee, ne? Oh shit. Da ist er. Scheiß die wandern. Oh Mann, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Komm schon, den einen tötest du wohl noch. Yes, sauber. Okay. Euer Thronsaal wird angegriffen. Die Fernkämpfer machen halt dicken Schaden, aber eigentlich können die nichts ab. So, da kam noch einer. Komm schon, mach den fertig. Das könnte der schaffen. Das schafft er sogar. Und die anderen kommen jetzt auch. Helfen ein bisschen. Ja, hilft nicht viel. Oh, Leute, das Überleben wird doch noch ganz knapp. Das Überleben wird doch noch ganz knapp, weil die Succubus hier... Ne, das ist ja kein Succubus, das ist ja so ein anderes Viech. Weil das hier, wow, auf einmal rauskam. Richtig Schwein gehabt, Leute. Okay, komm. Dann mache ich hier an dieser Stelle erstmal den Cut für heute. Spannender geht's ja wohl fast gar nicht mehr. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt hier bei Dungeons 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Part von Dungeons 2 wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin euch natürlich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht's gut.